Die Liebe kann das Schönste auf der Welt sein, aber auch total kompliziert. Eine Autorin hat einmal geschrieben, dass sie nicht wusste, wie sie Kriegsopfern helfen sollte. Aber als sie sich dann mit ihnen unterhalten hat, da gab es nur ein Thema. Meine große Liebe wurde in ein anderes Arbeitslager gebracht. Oder meine Schwester hat mir meinen Freund weggeschnappt. Oder er hat Schluss mit mir gemacht und ich habe es nie verkraftet. Markus Bauchowitz aus Bielefeld sagt von sich selbst, dass er bei Liebeskummer helfend zur Seite stehen kann. Bei solch einem komplizierten Thema? Na, dann wollen wir der Sache doch mal auf den Grund gehen. Ja, Markus, wenn ich mir vorstelle, da ist ein Typ und der hat mir total den Kopf verdreht. Aber der sagt, ja, Elisheva, tut mir leid, ich stehe auf kleine, griffige, dunkelhaarige, strukturierte Businessfrauen. Wie kannst du mir dann helfen? Das wird an irgendeiner Stelle an dir nagen, schätze ich mal. Du findest den Typen ganz, ganz toll. Und irgendein Gefühl gibt es dann halt in dir, das sagt, das ist jetzt irgendwie richtig doof. Und das wurmt dich dann, das frisst dich an oder wie auch immer wir das nennen. Und das ist dann wieder der Augenblick, wo wir dann, du hast es ja schon beim ersten Mal gesehen, wieder über deine Finger herausfinden, welches Gefühl es ist. Ob das Wut ist, ob das Trauer ist, ob das Scham ist oder was es auch immer sein kann. Deine Finger würden uns dann wieder Aufschluss geben. Kannst du mal ein Beispiel aus der Praxis nennen? Tja, ich kann dir mal ein bisschen was erzählen. Ich hatte einen Coachee, eine sehr, sehr gute Freundin von mir, die sehr daran gelitten hat, dass sie von ihrem Ex-Freund verlassen worden ist. Und das nagte auch ganz, ganz fest. Und das nagte dann am Ende sogar so stark, dass sie, ja, wenn sie nur den Ortsnamen gesehen hat, aus dem ihr Freund kam, dass sie dann die Tränen in die Augen schossen. Und das war dann irgendwie dann ja doch mehr als genug, kann man schon sagen. Und das Dumme war, es war der Ort Hamm. Und den sieht man ja hier in der Gegend gar nicht so selten. Sprich, fast jeder Zug von Bielefeld fährt nach Hamm. Und wenn man nach Bielefeld fährt, fahren die Züge auch weiter nach Hamm. Und. Und jedes Mal, wenn sie nur Hamm sah, ja, in diesem Augenblick, ja, da ging der Film wieder los und die Tränchen schossen los. Und da haben wir dann auch mal an den Fingern geschaut, ja, welches Gefühl es ist. Na klar, und sowas ist dann natürlich eine Trauer. Das ist sehr, sehr häufig so, dass du dann traurig bist und dann leidet natürlich nicht nur die Person selber, sondern meistens auch noch das Umfeld, sozusagen, dass man dann auch noch die Trauer anderer Personen in sich trägt, zum Beispiel die deiner Eltern, die auch traurig sind, dass du deinen Partner verloren hast oder dass der dich verlassen hat. Und dann nagt das und nagt das und nagt das und dann fangen wir wieder an zu winken. Und wir haben das dann tatsächlich auch mal gemacht und das Schöne war, wir haben dann noch zwei, drei andere Gefühle außer der Trauer gefunden. Es geht dann auch nochmal um Wut, es geht dann auch oft um Hilflosigkeit, weil du bist so eine Entscheidung, wenn dich gerade ein Mensch verlässt, ja, sehr, sehr stark ausgeliefert und kannst dann meistens nichts tun. Und diese Hilflosigkeit, auch die würden wir dann halt wieder über den Finger finden und auch die können wir dann so ähnlich, wie auch das Thema mit den Spinnen bei dir, können wir dann auch in einem nächsten Schritt wieder mit der Winkbewegung, ja, versuchen aus dem Leben zu schaffen. Wie ist es der Freundin nach Ärgerin? Du, wir haben hier in diesem Zimmer gesessen und haben dann hinterher einen Test gemacht. Erstens habe ich ihr den Hauptbahnhof von Hamm gezeigt als Bild. Das war alles gar nicht schlimm. Dann habe ich ihr noch das Eingangsschild von Hamm gezeigt. Das war auch nicht schlimm. Und dann haben wir auch noch ein bisschen weitergemacht und ich habe ihr noch mal ein Foto aus dem Internet von ihrem Ex-Freund gezeigt. Und ihre Reaktion an dieser Stelle war dann ganz einfach. Und das war weg. Aha. Und es geht ihr heute gut, bis heute gut mit ihm. Schön. Und das Ganze ist jetzt schon, ja, ich glaube, ein gutes halbes Jahr her. Du hast mir erzählt, dass du mal einer Ex nachgetrauert hast und das gar nicht verstehen konntest, weil die anderen im Nachhinein viel besser gefallen haben. Und dann hast du es auch mal coachen lassen. Ja. Erzähl doch mal. Also nachgetrauert kann ich eigentlich gar nicht sagen. Es blieb an mir haften, dass die irgendwie nicht so aus meinem Kopf raus wollte. Ich war da nicht sonderlich traurig drüber. Ich habe mich irgendwie nur gewundert, geärgert, was es denn gewesen sein könnte und warum die nicht aus meinem Kopf verschwinden wollte, weil wir waren irgendwie nur 2 oder 3 Monate zusammen. Und dann habe ich das mit in meine Coaching-Ausbildung genommen. Das war sozusagen auch mein erstes eigenes Erleben von Wingwave, um dann mitzukriegen, wie funktioniert es. Und wir haben dann ein Gefühl gefunden und das war ganz spannend, ein Gefühl, das aus ganz alten Zeiten herkam. Das kommt aus meiner Lebensphase, in der ich 17 war und aus dem beruflichen Kontext. Ich habe mich dann auch sehr gefragt, was war das denn für ein beruflicher Kontext? Ich habe damals Abi gemacht und hatte eigentlich gar keinen Beruf. Und es war dann, ja, was war es? Es war die Wut eines Kollegen,
in meinem Ferienjob, den ich damals gehabt habe, die ein ähnliches Empfinden ausgelöst hat, wie das, was die Frau mit mir gemacht hat. Die hat nämlich, ja, die hat mich zweimal verlassen und ich hatte das Gefühl auch damit, dass sie mich verarscht. Mhm. Und das hat damals der Kollege im Ferienjob auch jeden Tag mit mir gemacht. Und das war das Interessante dabei, dass eigentlich dachte ich, könnte das also nicht mehr schlimm gewesen. Ich hatte die Erinnerung zwar noch irgendwo da, also als wir gesucht haben, war sie dann wieder da. Ich selbst hatte das völlig ausgeblendet, das war nicht mehr parat. Und ja, auch dieses Gefühl von der Wut, die in irgendeiner Art und Weise auf mir lastete, dass mich jemand, also dass dann auch jemand wütend auf mich war und mich verarscht hat, dieses Gefühl, ja, das war dann auf einmal nach dem Winken weg. Und es ist so weit weg, dass ich mich dann rund 4,5 Wochen später in eine tolle neue Frau verliebt habe. Schön. Mit der ich heute noch glücklich bin. Toll, Markus. Ja, dann hoffe ich, dass du... Danke erstmal für das nette Interview. Und dann hoffe ich, dass du noch viele Menschen glücklich machen kannst. Ja, ich arbeite dran. Mehr Tipps bei Liebeskummer gibt es in der Rubrik Lebensfreude auf www.elischebers-beautyblog.de.